dieser Ort hier ist schlimm. Oder warte, oder mach so einen Schnitt, du bist am Anfang, dann machst du einen Effekt, weil du es einfach kannst und wegen deiner Nil-artigen coolen Weise teleportierst du dich einfach nur ganz am Ende. Der Witz an der Sache ist, ich muss dann mein Video so lange angucken, bis ich sehe, wann dieser Schnitt kommt. Und wenn es bei 20 Minuten ist, dann werde ich es mir nicht merken. Darum mache ich die Effekte eigentlich immer am Anfang. Ich bin eine sehr faule Person. Ich glaube, das Ding geht endlich in die richtige Richtung. Ach. Wirklich, ich weiß nicht, wie man das beeinflusst. Ich will nicht kämpfen. Nein, ich bin stark genug. Verpisst euch! Ich kann gut ausweichen. Ich bin der Beste darin. Oder manchmal beim Mario RPG hat mich das Kämpfen manchmal voll angekotzt, weil man alle 2 Sekunden einen Gegner gesehen hat. Ja, kann ich verstehen. Und jetzt das einzige Mal, wo ich tatsächlich froh bin, Mellow zu haben. Okay, ich nehm's zurück. Ich hab gehofft, dass er mindestens 30 Schaden macht. Nein. Eine Enttäuschung. Guckst du Mario 58, Mellow 18. Kein Unterschied. Eine Frage, hast du Parasite weitergeguckt? Verdammt, ich meine zum Glück. Guck dir mal Tokyo Ghoul an. Das ist richtig geil. Hast du eigentlich auf Death Parade weitergeguckt? Keine Ahnung, es gibt jetzt aber 4 Folgen. Achso, die, ja, die hab ich geguckt. Damit du alles geguckt haben musst, sonst könnte ich dich jetzt erpressen. Warum ganz einfach, denn? Weil dann müsstest du jetzt plötzlich weiterspielen. Ich geb dir dann den Save-File und tu nichts mehr. Ich hab nicht geguckt. Parasite und. Wie heißt andere? Ja, genau, Death Parade. Warte mal, Silas will mir jetzt Parasite ruinieren. Und sucht jetzt den Manga. Will ich wieder Spam? Okay, weißt du, was du machen musst? Du musst ihn schon vorher blockieren. Nee, keine Sorge. Er findet es nicht. Doch. Man findet es ja nur ganz schwer, weil es ja noch relativ neu ist. Du musst den japanischen Namen suchen. Genau das wird er nicht tun. Die Sage oder so. Und dann auch, er weiß auch nicht, damit ich ein YouTube-Profil habe. Von daher wird er nie erfahren, wie es heißt. Okay, was haben wir gelernt? Das Wegrennen in diesem Spiel funktioniert nicht. Das stimmt. Oder weißt du auch, was geil ist? Bei Death Parade, dieser Barkeeper. Ich schwör, der ist schon voll cool. Ist er Dessin oder so? Ich merke mir keine Namen. Ja, irgendwie so bei Animes, erst nach einer Weile merkt man. Nein, in der Regel auch bei RPGs. Ich hab mal, also als ich Ding gespielt hab, Mario und Luigi 4, Dream Team Brothers, wurde mir erst am Ende klar, dass ich diesen Herr Blöckner doch aus dem dritten Teil kenne. Ja. Das hat etwas gedauert. Ah! Ich bin wie ein Vollidiot hier vorbeigerannt. Ich hab gesagt, in diesem Raum hier ist bestimmt nichts und wir müssen links. So eine tolle Aktion. Ja. Alter, hat er inkompetente. Okay. Das wär's dann für diesen Part. Wir haben guten Fortschritt gemacht. Oder soll ich aus diesem Part jetzt einfach 40 Minuten machen? Keine Ahnung, teile ihn doch einfach in 2 Parts, dann hast du weniger Arbeit. Okay, einfach so, dann nehmen wir einfach weiter auf. Falls ich es nicht vergesse, wenn nicht, habt ihr plötzlich 40 Minuten. Und ich hab eine schöne Upload-Zeit. Ich meine, ich lade schon 100 Megabyte in 20 Minuten hoch. Das ist doch mal eine Leistung. Ey, ja. Neil, mach doch lieber so, du machst jetzt diesen Part und danach kannst du weitermachen. Ich weiß, wie ich das mache. Und danach hast du gesehen, ich weiß, wie ich's mach. Produziert. Ich mache jetzt diesen Part, dann schnippel ich das auseinander und mach's halt so wie die anderen Leute, ohne Abschied zu nehmen halt. Ja? Also wenn ihr das jetzt seht, sage ich Hi oder Tschüss, kommt drauf an. Okay. Und du sagst... Okay, soll ich Tschüss sagen oder Hi? Wir sagen mal... Chai. Das wollte ich auch gerade sagen. Chai heißt Tee. Okay. Okay, people from Was geht da? Formatiert Chai. Länge.
Geschellte Krieger. Gehütete Zauberer. Und die dämlichen Idioten, deren Namen jeder kennt. Wir sind der unbesiegbare Koopa-Trupp, der immer von Mario besiegt wird. Verdammt. Die alle marschieren. Ja, so war es halt damals zu NS-Zeiten. Bowser und seine Truppen müssen auf deren Weg sein. Und so bla bla bla. Ich hab keine Lust mehr auf Texten. Du weißt was, das nächste Mal lasse ich dich vorlesen. Ich okay. Krieg dadurch nur Albträume. Wollte ich gerade fragen. Wir sind gleich beim Wald! Willkommen! Von dem Wald aus, und wenn du geschlagen bist, kannst dich nicht bewegen. Warte! Bei mir ist später okay. Gezeigt! Yes, sie wurde vom Pfeil erwischt. Nur damit du es weißt, mit den Personen im Dorf reden wir nicht. Mario, Hilfe! Hey Mario, ich hab die Prinzessin geklaut, nun. Boing, boing, Super Jump Attack. Dieser Junge macht mir Angst. Ja, der hat keine, der hat keine Hobbys. Der hat irgendwie gar kein, ja genau, gar keine Hobbys. Du glaubst, du kannst mich damit... Du kannst mich damit verletzen, ne? Aufgepatzt, Toadstool! Mein Hals kratzt gerade etwas. Kannst du es vorlesen? Okay. Komm mit mir. Zip your lip. Was heißt das? Irgendwas mit Lippe, deine Lippe. Ah, zip your lip. Spitze deine Lippen, glaube ich. Bitte helft mir! Dein Mikrofon macht nicht. Oh mein Gott! Es ist Mama! Es ist nicht Mama! Nein, es ist nicht Mama! Es ist jeder, aber nicht Mama! Alter, jetzt nicht! Ja, ja, du bist doch Mario! Wirklich? Und du bist wirklich. Ja, natürlich sind wir der echte Mario. Läuft noch jemand in Klempner-Sachen rum und ist stolz darauf? Ja, irgend so ein Pedo. Wer weiß, damit du Mario bist. Okay, du kannst springen. Hey Mario, willst du mit mir Rette die Welt spielen? Mario ist vielleicht etwas erschöpft, Liebling. Ah, bitte, Mom. Du spielst nie mit mir. Es ist nicht lustig, alleine zu spielen. Tolle Mutter, nicht? Ah, Liebling. Mario, ich hasse es zu fragen, aber würdest du mit meinem kleinen Schatz für eine Weile spielen? Ja, Mario, das ist so... Ah, gleich kommt der Charakter, den wir in unser Team nehmen werden. Da wird er schon erwähnt. Bereit? Lass uns da weiterspielen, wo ich gerade war. Alles bereit. Ja. Ah, jetzt haben wir Sounds. Arlen, bist noch da? Okay. Yeah. Oh, ja, gruselig. Aber guck, Vian. Du passt besser auf, Bowser. Der Engino wird dich wegpusten. Nimm das. Du bist dran, Bowser. Wie Mario extra Anlauf nimmt, um ein Kleinkind wegzuschlagen. Und zwar gegen die Treppe. So, das ist nicht mehr normal. Geld ist schon voll gewalttätig. Und die Mutter sagt doch nichts dagegen. Alles hier ganz normal. Ja, Geld. Oh nein. Wenn er so weitermacht, werde ich besiegt. Okay, du hast danach gefragt. Die super Custom Penetrating Shooting Star. Wolltest du gerade penetrieren sagen? Ups, ich glaube, ich habe verfehlt. Und das passiert, wenn man Drogen nimmt, liebe Kinder. Genau das. Hä? Sei so eine kleine Attacke hat dem
hat ihn unmächtig gemacht, aber so irgendeine Attacke von einem Bossgegner macht ihn nicht unmächtig. Mhm. Wir reden hier von Mario. Er ist schon in Paper Mario 64 vom Schloss, das im Himmel geflogen ist, runtergefallen, hat's überlebt und war danach auch im Koma. Und er ist auch in Galaxy runtergefallen, hat's überlebt und war danach auch im Koma. Er liebt es, im Koma zu fallen. Junge, wie auch. Ich glaube, der liebt es, im Koma zu sein. Ja? Wenn Peach ihn schon nicht ranlässt, dann muss er irgendwas haben. An das er sich festhalten kann. Und damit haben wir den besten Charakter im Spiel. Naja, noch nicht offiziell. Du siehst so Spoilers. Ich spoiler nicht, ich sag nur Sachen, die offensichtlich sind. Das ist ein Spoiler-Alarm. Okay. Wenn wir schon dabei sind, wir werden noch später einen Charakter, den ihr hier auf dem Bild seht, im Team haben. Ha! Es ist der Tisch. Ja, und er läuft gerade. Es ist der Tisch. Ja. Seht ihr diesen brutalen Charakter? Oha. Und soll ich dir sagen, was der Witz an der Sache ist? Ich habe gerade damit zwei andere Charakter gespoilert. Stimmt, ja, du hast auch den Tisch gespoilert. Nicht nur den Tisch, auch den Schrank. Ja, Tisch und Schrank sind halt meine besten Freunde. Du hast noch das Ding vergessen. Decke. Ja, aber die sieht man nicht. Diese hier ist unsichtbar. Ja. Und schon wieder, hier sehen wir die zwei Charakter, die wir noch frech halten werden. Den Tisch und den Schrank. Mom, du wirst mir nie glauben, was ich gerade gesehen habe. Es war unglaublich, Mom. Ich habe gerade Gino auch draußen zum Wald laufen sehen. Cool, nicht? Ja, klar, Schatz. Gino ist da. Aber Mom, das war die Wahrheit. Und ich darf hier nicht rauslaufen. Was soll das? Mom, wirklich. Die wollen dich foltern. Ich habe ihn draußen gesehen. Okay, Schatz. Hör mal zu. Warum versuchst du nicht etwas rauszukommen um diese Uhrzeit? Hä? Mom, ich habe nichts getan. Ich habe wirklich Gino gesehen. Also, die Mutter denkt, er hat Drogen genommen. Confirmed. Helf mir mal, darauf zu kommen. Danke. Siehst du, so geht man mit Leuten um. Ja, das ist sehr nett. Schalter! Was tut der? Was tut der Schalter? Okay. Ja. Okay. Ich hab grad ihn ausgeraubt und hab's ihm nicht gesagt, glaube ich. Ich glaube, das war dumm. Hätte ich ihnen die Wahrheit gesagt, hätte ich schon was Besseres erhalten. Wow. Der hat nichts Gescheites. Der hat gerade wirklich nichts Gescheites. Ich kann nicht mehr tragen, leider. Aber vielleicht hast du irgend so einen Scheißdreck, den du wegschmeißt. Ja, ich muss mal gucken, ob sich Ding, du weißt schon, bessere Ausrüstung finde, weil im Wald die Gegner sind da sehr stark. Wirklich, also die Gegner im Wald, die sind brutal. Ja. Die sind nämlich viel zu stark und geben nicht mehr gute Erfahrung. Alter, ich gehe sofort in den Wald. Ja, der Wald ist gerade das Beste in dem Spiel. Ja, weil danach, wenn du nicht weißt, wohin, dann kann ich dir so nicht helfen. Ach komm, ich komm da nicht dran. Okay, was soll's. Wir sollten uns erstmal equippen, weil das richtig schlimm an dem Wald ist, dass wir halt Mellow haben. Mellow ist der coolste. Das ist der schlechteste Charakter im ganzen Spiel. Niemand liebt ihn. Warum kommt er wohl nur hier vor? Ich meine, selbst Personen wie Peach haben ihr eigenes Spiel. Und der wurde nie wieder erwähnt. Selbst war Luigi existiert noch. Gell, wie du es gerade sagst. Mellow kommt doch nur hier vor, oder? Nie wieder danach. Nur hier. Okay, keiner hat ihn gemocht. Jeder hat ihn endlich. Kill auf die. Ich mag diesen Ort nur wegen der Musik.
Weißt du, ja, dieser auch. Rap Super Mario RPG. Ja, genau, da muss da muss ah, das war so geil. Ja, bist ja. Du? Oder das so- ja, oder der Soundtrack bei Star Wars am besten. Die dritte Welt. Ich hab's geliebt, als ich da ja. drin war. Wirklich, ich bin traurig, damit ich schon mit der dritten Welt fertig bin. Das ist ja. meine Lieblingswelt. Wenn bei mir auch. Wenn ich mal Star Wars spiele, dann geht dieses vor allem, Level. Das ist so geil remixed, etwa. Das ist halt so 16. Ich meine 64 Bit. Das ist viel besser als das hier. Ah, gut. Das stimmt. Weg mit diesem Wasser. Weg mit dem Wasser. Wirklich, also. Ich glaube, der Wald wird uns gefallen. Er ist ja nur ziemlich schwer und hat einen tollen Soundtrack. Ja. Das ist so geil, ich sehe deine Aufnahme eigentlich recht und flüssig. Und wo soll ich dir sagen, was noch besser ist? Du hörst den Sound nicht! Das ist doch richtig toll. Ich hab schon noch voll viel Lautstärke. Du wirst das nicht hören. Skype macht das nicht. Okay, geh mir durch. Also sag mal für eine Weile gar nichts, warte. Ich hör's ein bisschen, ganz wirklich? Leise. Ja. Halt, ich glaube, das hörst du durch mein Mikro. Boah, siehst du das? Hast du das gerade gesehen? 104, 104, 104. Mario hat alle in einer Runde besiegt. Ein Triple Kill. Killing Spree. Ja? Exterminate. Oder auf Deutsch. Das heißt wie hieß das, wenn du auf Deutsch ganz viele besiegt hast? Amoklauf. Ja. Richtig toll. Ja. Ah! Wir sind vergiftet! Wenn du in Halo das ganze Team zerfickst, sagt er Extermination. Das heißt Auslaufen. Du weißt, ich spiel keine Schotter. Ja, aber ich spiel auch Halo. Oh, weißt du noch, als ich mit dir einmal Halo Online gespielt habe und ganze 3 Personen getötet habe? Ohne Erfahrung oder so. Ich hab ganze 3 Personen besiegt. Ja, das ist okay. Und es ist. Da warst guck du voller mal, Pro. Ein weiterer Grund, diesen Ort hier zu lieben. Wir können Donkey Kong verprügeln. Ich hasse diesen Affen. Da kann sich Mario rächen. Ich hasse diesen Affen. Siehst du, der hat nicht mal Mellow Schaden gemacht. Das ist doch toll, wir können Donkey Kong verprügeln. Guck mal, Donkey Kong ist voll der Sklave, man. Guck mal, der ist gefesselt. Ich konnte den Affen noch nie leiden. Noch nie. Ich bin Donkey Kong frei seit 1900. Schlag mich tot. Also ja, ich bin Donkey Kong frei seit 1502. Ja, seit 1502. Bevor es diesen Vollidioten überhaupt gab und bevor ich auf der Welt war, wollte ich nichts mit ihm zu tun haben. Ich weiß nicht, was gut für mich ist. Und Arlind, auf welchem Level warst du eigentlich, als ich gegen den Boss hier gekämpft habe? Welches Level? Ich war so auf Level 7. Darum gehe ich gerade jeden Gegner aus dem Weg. Ja, ich glaube auch. Wir sind auf dem richtigen Level eigentlich. Manche leveln sich hier hoch bis Level 10, aber wozu? Oh, und Arlind, wir werden es nochmal teilen. Wir sind schon bei 40 Minuten. Wir nehmen jetzt einfach auf, bis wir beim Boss sind. Wie wär's? Ja, okay. Oder bis ich nicht mehr. Oder bis ja, ich dann aufhören muss. Halt! Sind wir hier jetzt so weit, dass wir weiter können? Ja. Wir sind gleich beim Labyrinth. Keine Sorge. Noch hat er noch nicht begonnen. Denke ich. Ich hab mich verlaufen. Nein, doch nicht. Es gibt Gründe, warum Spieler diesen Ort hier hassen. Ich hatte hier gar keine Probleme eigentlich. Ernsthaft? Ich fand, voll easy. Ich habe eine Feuerattacke und sie geht nur gegen einen Gegner. Haha, Mist.
Ich hasse es, wenn so viele Gegner auf einmal kommen. Okay, dann dauert es voll ewig. Und Mellow ist nicht mal gut. Ich meine, der hat vielleicht diese Attacke hier, aber guck dir jetzt diesen Schaden an. 2. Wow. Boom. Erstmal in meinem Leben, wo ich tatsächlich stolz auf diesen Vollidioten bin. Und soll ich dir was sagen? Wenn schon Smash Bros. 4, also ich mag dieses neue Smash Bros. Überhaupt nicht, so ist, dann hätte man da gleich Mellow reinschmeißen können. Noch weniger Gründe für mich, das Spiel zu spielen. Wirklich irgendwie, ich finde in letzter Zeit ruiniert Nintendo alles. Ich mag das neue Mario Kart auch nicht so wie die alten. Und dabei ist es wirklich nicht schlecht, es liegt nur daran, dass ich das Itemsystem hasse. Es funktioniert nicht. Ja, das sagen viele. Wirklich, du kriegst auf Platz 1 viel zu oft Münzen, auf Platz 2 viel zu wenig Panzer und auf Platz 3 wollen wir nicht darüber reden. Ah, da steht schon, Forest Maze.